So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe Dominik damit. Servus. Und wir gucken uns heute an nochmal das Nick Fit Jump. Das kam letzte Woche richtig gut bei euch an. Und ich wurde sau oft nach der Deckliste gefragt. Die Deckliste wird kommen. Keine Sorge. Dafür werde ich sorgen. Und ich werde auch ein Deck dazu machen. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Deck, was schon öfter gefragt wurde, ob ich es mal im Channel zeigen kann. Cradle Control. Zwei richtig schöne Decks. Yo. Allein das Nick Fit. Oh, der hat zwei Veteran. Ja, vor allem, wenn man jetzt so abgeht und kann jetzt den... Ah, kein Flair. Schade. Aber jetzt so Flair in... Ah, so no, gut. Auf der, Nick Fit halt Go Big, Go Wild. Ja. Cradle Control halt dieses... Diese Ausgeburt von Das war mal Elfen. Genau, Das war mal Elfen, beziehungsweise Elfen kommt ja aktuell sogar wieder durch Nadu. Och Gott, nee, du pingst dir all, ziehst ja Karten wie heu. Oh, diese Karte. Ey. Das ist großartige Karte. Großartige Karte. Genau, und genau. Cradle Control hier mit sowohl Kraterhof als auch der Atraxa für einen Survival. Nee, Natural Order. Natural Order. Ja, die ist ja grün. Genau, die ist grün. Deswegen passt das ganz gut. Und hier jetzt. Punishing Fire Combo ist natürlich devastating für Cradle Control. Weil Cradle Control ist aufgekommen, weil Bowmaster und so die Meta für Elfen komplett gecrushed haben. Und jetzt Punishing Fire macht trotzdem noch alles platt, glaube ich. Müsste. Ja, ist ziemlich, ziemlich gut. Ja, ist schon lecker. Aber hier wird ein Damage liegen gelassen. Man hätte angreifen können. Ja, das ist ein Free Attack. Ja. Jetzt kannst du aber auch halt rein. Komm. Gönn dir Länder. Oder opfer den irgendwie weg. Yes. Cable Therapy. Was würdest du sagen? Green Sunsinid. Ich glaube, den Helber Junkie. Den hat man schon gespielt. Ich würde tatsächlich, glaube ich, Natural Order sagen. Ja. Chromox und ein Fiends Artisan. Okay. Alter, Chromox in dem Deck. Ja, als One-Off, glaube ich. Go, go, go. Go, go, Partybus. Go, go, Partybus. Sacrificen. Dann nimmt man den Fiend Artisan, der geht in Grave. Tank wird so. Dann gibt man noch Double Fetchen. Mhm. Auf 19. Geht auf 19. Mom. So, und jetzt wird es natürlich echt eklig für Cradle Control. Ja. Nick Fit, also ein Punishing Fire Deck mit Ländern ist immer schlecht. Ja. Auf der anderen Seite hat Nick Cradle Control ja auch sehr viele Länder schon und hat gleich sehr, sehr viel Mana. Ja. Und ja. Die Cradle macht halt gleich 4 Mana. Ja. Ja, hier muss man jetzt tatsächlich das benutzen, das Punishing Fire nochmal. Ja, du musst den Elfen, Dings wegkriegen. Genau. Da geht man jetzt auf. Nicht auf 22. Nein. 20. 20. Du hast zweimal gefetcht, Kollege. Ja. Plus der eine Angriff, der liegen geblieben ist. Ja. Wir haben jetzt schon bei 19. Aber man ist gerade bei 20. Man ist gerade bei 20. So, Enter Draw. Scooters. Das ist okay-ish tatsächlich. Kannst du mit einer Dryad angreifen? Ja, Dryad macht Dry-Schaden. Jo. Das ist okay. Das kann man machen. Jetzt ist halt, das Problem ist halt, jetzt ist jedes Natural Order echt ätzend. Ja, ist tot. Also, wenn man hier jetzt nicht langsam anfängt, die Kreaturen wirklich komplett einzeln abzuräumen. Ja. Das ist eine schöne Strategie. Ich habe den rot-schwarzen Chaos Defiler gesehen. Mit Fight. Nee, wenn er reinkommt, tust du für jeden Spieler, jeden Gegner im Spiel ein Nichtland-Permanentes aus. Und dann wird random aus den ausgewählten Karten was zerstört. Oh. Da du nur eine Gegner hast. Nee, das ist der Grün-Rote, der fightet. Nein, das ist der rot-schwarze Defiler. Hundertprozentig. Deswegen hat einfach jetzt eine Kreatur zerstört, weil es nichts anderes gab. Stimmt. Der wird im Ding gespielt, im Painter gespielt. Deswegen bin ich mir gerade zu 100% sicher mit dem Artwork. Und der ist auch noch 5-4, glaube ich. Das heißt, jetzt wäre man bei 15.
Ja, ist die Frage, ob Mathe da Probleme macht. Ja gut, hier muss man auf jeden Fall End of Turn Punching feiern. Was? Gut, hat man es vergessen? Oder hat man es schon auf der Hand? Dann hätte ich gespielt wieder Returned. Also der muss jetzt... Die Kreaturen müssen weg. Ein Dings ist der bis... Grün. What the fuck? What? Da ist es nämlich der Fighter. Selber. Ja, es ist halt alles hier. Nicht Lord of Rings, sondern Warhammer. Warhammer, alles dieser komische Rahmen. Ja. Dann geht. Ja, okay, der fightet nicht zurück. Nee. Cradle? Das sind drei. Das ist eine Menge Mana. Ja, ist die Frage, ob man jetzt... Also man könnte ja den Krater auch noch hardcasten, ne? Mm. Weil wofür legt man jetzt die Cradle hin, wenn man die ganze Zeit keine Länder gelegt hat? Doch, man hat Länder gelegt. Ja? Ja. Mm. So, da ist noch ein Veteran Explorer und noch eine Cable Therapy. Ach du Schande. Noch ein Veteran Explorer. Jo. Ich würde auf jeden Fall die Cable Therapy von der Hand zünden. Den Chromox fressen und dann zu schauen, das ist heute nicht gemacht. Lol. Davon sind eine Menge da drin. Das wow, ist, ja, das war jetzt Mana Town. Das war sehr, sehr schade. Ein grünen Sansenit, ein irgendwas, wir haben rausgekommen. Aber bevor wir ins Game 2 gehen, einmal kurz Werbung. Und zwar in eigener Sache. Vielen, vielen Dank an meine Patrons, sowohl Talia Tier, Talia Plus Tier, Support Tier, die ihr hier oben seht. Oder auch meine YouTube-Memberships. Und ja, wenn ihr mich auch unterstützen wollt, ab 3 Euro könnt ihr das tun. Gut. Wir haben ein neues Game. Was war das für eine schwarze Karte? Das ganz hinten? Ja, ist das ein Fatal Push? Ist das ein Fatal Push. Und Up the Beanstalks. Ja, ja, wenn du Green Sun für X gleich 4 spielst, ziehst du halt eine Karte. Das ist richtig. Und du hast größere Kreaturen, die du machen kannst. Ja. Er fehlt ein schwarzes Mana, oder? Da fehlt schwarzes Mana, ja, aber hat nur das... Oh, Crowderhof auf der Hand ist immer scheiße. Herr Crowderhof auf der Hand ist halt immer so. Man ist hier bei 17. Bei 8. Ich würde jetzt den Veteran nehmen. Ganze Hand beruht darauf, dass du den Veteran wegbekommst. Ja, ich würde ja auch den Veteran nehmen. Das ist halt immer so eine risky Hand, zu der man einfach sehr schnell verleitet wird mit Nickfit. Weil man dann sagt, ja, spiel ich den Veteran und dann habe ich Dudes und das ist ein Scented Swarm. Oh. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, die Karte. Früher am Storm. Ja, aber auch so. Nur da. Ja. Okay, da ist man hier auf 16 mittlerweile. Sehr schreibfaul. Ja, Fetchländer kosten Leben. Ja, und Forzis leider auch. Das wurde schon gemacht. Das hat... der Gegner gemacht. Da geht man jetzt auf die Dryad. Ja, muss man ja. Jo, muss man. Da hat man zwar immer noch grünes Mana, aber zumindest mehr grünes Mana. Ja, wollte ich gerade sagen, 2 grüne Mana sind besser als kein grünes Mana. Ein grünes Mana. Mhm. So, da ist... Oh. Mhm. Ich glaube, das war der Dilut. Man könnte jetzt halt der Aussucht tut. Der raussucht tut, der, genau, Fiend Anderson. Man könnte jetzt entweder eine Cradle suchen oder einen Fiend Anderson. Ich glaube, dass sich der Fiend Anderson mehr im Sinn macht. Ich frage mich gerade, der Fiend Anderson war, du musst eine Kreatur opfern und kannst 10C höher suchen, ne? Genau, wenn du X-Mana und Grün bezahlst. Mhm. Und er kriegt halt +1/+1 für die Kreatur im Friedhof. Was ihn halt zu einer sehr guten Kreatur einfach macht, nach Boardwipes und Ähnlichem. Ja. Und als dicker Tutor einfach spannend. Mhm. Warum? Ach, 2 Schaden bei Edelmut, klar. Yes, hast du Fury auf der Hand. Fury ist eine gute Karte. Vor allem mit Up the Beanstalks. Zieht eine Karte. Mhm. Aber ich glaube, du hast keine rote Karte auf der Hand, oder? Ziemlich viel schwarz. Leider. Ja. Boah. Fury mit dem Dings ist auch spannend, mit dem Veteran. Kriegst du wenigstens weg. Kannst du deine eigene Kreatur mit Fury teilen? Oh. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, tatsächlich. Thinking. Ich guck mal in die Regie. Ja.
Hier werden jetzt ein Land geopfert, um Länder rauszusuchen. Und dann wird geopfert. Any number of target creatures or planeswalkers. So, deine selber. Okay. Gut, hier wurde jetzt der, warum auch immer, der Elf geopfert. Ja. Mhm. Für die Dryad? Oder? Ja, für eine Dryad. Irgendwie weird. Ha. Geil, zwei Veteran Explorer. Und nichts zum Opfern. Ja, ja, man muss jetzt irgendwie auf Angriffe hoffen. Aber da ist noch ein Vaterhof auf der Hand. Das ist halt schwierig. Ist man gecradelt, ob man doppelt Mana haben will? Aus dem. Ah ja, das wird 1 zu 10 ergibt, aber 1, 2, 3. Nee, Cradle macht jetzt gerade 3 Mana. Oh. Ah ja, der Green Sun, den ich wurde vergessen reinzumischen. Sure, ja, Tatsache. Ja, wurde vergessen, seitdem ist eine Runde passiert, ein Draw ist passiert. Wir sind auf FNM, soweit ich weiß. Ja. Und dementsprechend wird er wieder reingemischt, aber nur, weil wir FNM sind. Sie. Gut. Cradle Controller hat auch immer noch eigentlich zwei Lebenspunkte weniger. Genau. Dementsprechend ist es halt vom 3-4 Mana. Man könnte halt jetzt auch Green Sun für 3. Was hat man denn für 3 drin? Knight. Christ ist eine Karte. Ja, aber kann er nicht nur Kreaturen zerstören? Oh. Ist das nicht genau das, was du gerade nicht willst? Eigentlich schon. Oder kann ja auch noch Kreaturen und Enchantments. Ich meine Kreatur oder Planeswalker? Oh, ich meine auch. So, dann wahrscheinlich geplust. Grist abgeworfen. Grist ist ein Insekt, wird wiederholt. Ja, Kreatur oder Planeswalker? Aber der Grist kriegt keine zusätzliche Marke. Und plus 1 ist dort nur. Ja, aber er wurde gerade nochmal hochgedreht. Das passiert ja eigentlich nicht. Nee, nur wenn du. Der Grist wiederholt aber nur seinen Effekt, aber der Effekt ist nicht, er kriegt nur plus eine Marke. Nee, nee, nee. Was haben wir hier wieder für Spiele am Tisch? Nee, nee, nee. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, 2 Mana, 3 Mana. Und dann. Okay. Achso, für den Fiend Anderson 2 Mana. So, jetzt. Lol, noch ein Fiend Anderson. Wow. How many creatures do you want? Mhm. Ja, Grist den Friedhof von der Kreatur. Füttert den Fiend Anderson. Oder ist ein Freak Mom? Man hat schon wieder keinen Mana gezogen. Das ist übel. Das ist übel. 2, 4, 6, 7, 8. Ja, das hat man hier den Craterhoof Behemoth Hardcast. Für Liefe. Jo, da kann genug von angreifen. Genau. Bap-bap, Craterhoof. Kaschwing. Ja, okay, Nick Fit hat halt nichts gemacht. Nee, leider nicht. Aber das ist halt diese verlockende Hand einfach. Wenn man wirklich sagt, ja, dann spiele ich meinen Dude, dann opfer ich den. Ja, irgendwie. Aber selbst wenn der weg gewesen wäre, hätte er bis jetzt nichts gemacht. Ja. Selbst er wenn der halt weg gewesen wäre. Er kann halt Natural Discard machen. Natürlich ein Discard für die Cave Therapy. Boah, das ist aber auch von hinten. Ja, okay. Yeah, das ist in der Zeit das jetzt hätte der das sogar hinbekommen. Stimmt. Das ist noch ein Field of the Dead im Nickfit. Ja, hast ja alles an Ländern, was du brauchst. Ja, da kommt ein kleiner Dude. Da ist ein Punishing Fire in der Hand. Das ist eine gute Karte. Oh. Ich glaube, das macht keinen Mana, oder? Macht Field of the Dead Mana? Doch, müsste. Ich weiß es gerade nicht. Macht Field of Dead Mana? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hab die. Finde ich gut. Das Fetchen hat schon wieder keinen Schaden gemacht. Ja, macht einen farblos. Ah, okay. Kommt aber getappt ins Spiel. Kommt getappt ins Spiel? Ich wusste, irgendwas war da. Nee, 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 nee. Och, was haben wir heute wieder für Spieler? Nee, nee, nee. Gut, dass es ein FNM war. Och, Leute. Kein Competitive Samstag von dir.
Da lernt man Halt mir fest, beim FNM machen Fettständer keinen Schaden und Field of the Dead kommt enttappt ins Spiel. Korrekt. Damit es fair bleibt. Damit es fair bleibt. So, dann kommt da ein Üflock. Auf der anderen Seite, wenn das anders gesequenced hätte, wäre es egal gewesen. Hätte das Field of the Dead zuerst gespielt. Na, aber ja, trotzdem, ne? Ich weiß nicht, ob er da schon das Ding hatte. Weiß ich gerade auch nicht, aber in der Theorie, wenn er das hatte, macht es keinen. Oh, okay, with that. Das ist eine schöne Karte. Was willst du ansagen? Green Sun Simeed. Wird, ja. Cradle Control hat hier bewiesen, dass es nicht wie normalerweise die Green Sun Simeed rausballert. Weil dann ballerst du die Green Sun Simeed einfach durch. Boah, die Atraxa auf der Hand ist halt auch richtiger Schrott, ne? Ja. Das ist richtig. Und ein Dings, eine Natural Order. Hast du noch eine Karte, die du reinopfern kannst? Dried aber. Nee, ich meine jetzt Nickfit. So, nee, er hat ja gerade erst das Beans gespielt. Mhm. Okay, er hat aber auf jeden Fall Dicke noch eine Runde Zeit, ne? Ja, ja. Dann Draw. Ich stelle mal damit auch keinen Schaden. Interessante Strategie. Dann bin ich aber auch dafür, dass hier das Punishing Fireland keine Leben gibt. Ja, das finde ich halt so spannend gerade. Ach, Leute. Ich war zu lange nicht im Laden. Ich muss noch eine Ansage machen. Die Leute zeigen, wie man richtig Magic spielt. Ah, so richtig unangenehm sein. Da ist der Fighter Dude. Ich würde auf jeden Fall den Fighter Dude spielen. Ja, die Dryad wegkriegen und dann wegopfern. Obwohl Possum dann noch nicht mal. Du hast ja das leider keine Kreatur für die Natural Order. Du hast halt keine Big Creature mehr, die du finden kannst. Auf der anderen Seite kann es nicht schaden, glaube ich. So hat er nächste Runde Natural Order. Wenn er ganz ballsy ist, hat er noch Progenitus im Sideboard. Oh ja, das kann sein. Und dann hast du halt echt ein Problem. Ja, hier dann ein Leben. Ja, dann holst du dir einfach deinen Veteran Explorer. Veteran, dann geht man. Opfert man den für die Cradle. Für die Cap Therapy. Und ja gut, ist die Frage, sagt man nicht? Ja, Natural Order, oder? Musst du. Ich würde dir noch nicht mal die Atraxa. Ich glaube, die Atraxa kann man nicht casten, es sei denn, man hat irgendwie die blauen Noble Hierarchs drin. Ich glaube, außer Noble Hierarch kann man die nicht casten. Stimmt, der macht Bahn. Boah, ein Fetchland, das Schaden macht. Ne, die gibt es noch. Oh, ich glaube, jetzt hat er registriert, er hat dreimal gefetchert und dreimal Schaden. Dreimal nice. Gekommen. Kurzer Applaus. Hat auch nur 3 Games gedauert. Ja, gut. Jetzt sind hier natürlich eine Menge Mana. Man hat sich kein Rot rausgesucht. Oh, spannend. Uff, stimmt. Ja, okay, man hat ja die Dings. Ich hätte jetzt gedacht, mit dem Bayou versucht man irgendwie noch ein rotes und schwarzes zu nehmen. Oh, Endurance. Auch eine Endurance. Endurance versus Endurance. Ja, nicht Endurance. Nein, nicht Endurance. Oh, up to Winstocks. Draw a card. Mhm. Gute Karte. Aber ich glaube nicht gut genug. Die Frage ist halt, ob du hier irgendwas machen kannst. Ich würde hier wahrscheinlich die Endurance reinflashen. Ja, das auf jeden Fall. Bap, bap, bap. Und dann dich selber wählen. Genau. Da ist halt nur. Ach, okay, da ist das Punishing. Punishing Fire ist halt auch nice, wenn das geht. Da geht der Push noch. Ja, Push geht noch. Push geht noch, weil es End of Turn ist. Ja. Ja, ja, ja. 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 Der wird reingemischt. Der wird wahrscheinlich reingemischt. Also drunter gelegt. Not ist eigentlich richtig reingemischt. So, Draw Card. Das war ein Grist. Das war nicht so bad. Light Arrow gespielt. Grist aktiviert. Mal sehen, ob er wieder 5 Marken kriegt. Nee. Aber ist immer, man hat schon 5 Länder, wo? Mhm. Also 5 Landtypen hat man schon mal bei Junt Nick Fit. Was schon strong ist.
Was kann man jetzt noch machen? Ist da eine Titania oder so auf der Hand? Ah ne, das war das selber, war das Endurance, glaube ich. Da ist auf jeden Fall der Fighter auf der Hand, der Rot-Grüne. Und ich glaube, wenn man den jetzt nutzen würde mit X gleich X eine Menge. Der kann nur eine Kreatur fighten, ne? Ja, das ist das grün-schwarze Surveillance. Du könntest den halt jetzt für fünf spielen. Dann ziehst du zwei Karten. Warum war der Uf noch im Deck? Keine Doch, Ahnung. Das ist eine Titania. Das ist eine Titania. Oh Gott, ist das. Oh je. Oh je, oh je. Aha. Da kommt ein Zombie. Erst ab 8, oder? 7, meine ich. Kann auch sein, dass 7 andere sind. Ich weiß nicht, ich habe das nicht oft genug gespielt. 7 or more lands. 2, 4, 6, 7, das ist das siebte Land. Das ist das siebte Land. Da hätte man einen Zombie kriegen müssen. Leute, was macht ihr da? Jetzt nochmal ein 5-3er und ein Zombie. Snow-covered und non-snow-covered Swarm. Ja, ja. Dementsprechend müsste man jetzt nochmal einen Zombie bekommen und ein 5-3er Elemental. Oder ist es wirklich 7 other? 7 oder mehr andere Länder. 7 or more lands with different land names. Ja, die sind hier eindeutig drin. Hier wird nochmal nach dem Deko gucken. Ja, ja, da hörst du noch. Ich glaube, da sind schon zwei Zombies. Das sind schon zwei Zombies. Ich glaube, da werden auch gerade die Token gesucht. Yes. Oh, Gott sei Dank, Leute, ey. Macht mich nicht schwach. Zwei Zombies. Zwei. Du hast das Fetchland auch noch. Ja. Das Leben ist schön. Das ist, glaube ich, auch die letzte Runde beim FNM. Man muss ja auch überlegen, wenn wir Friday Night Magic spielen, spielen wir ja casual. Und nachdem die meisten Leute hier 8 Stunden gearbeitet haben. Ja. Das kann man schon sehen. Das stimmt schon. Also, es ist ein anderes Ding, wenn man jetzt überlegt, oh, Samstags oder sonntags ausgeschlafen auf so ein Tournament und weggrinden. Das ist schon was anderes. Ich war noch nie ausgeschlafen auf dem Tournament. Ja, ich auch nicht. Ja, nicht. Das ist erstmal eine glatte Lüge. Ja, der ist da, glaube ich, auch drin gewesen. Er könnte jetzt. Hat das Elemental Trample? Jetzt könnte er dem Elemental zwei besonders seins mal angehen. Er muss ja Trample und Eile haben. Trample oder Eile? Echt? Mein Trample oder Eile? Huh. Deswegen kann man ja dem Caved Adventure geben. Caves of Chaos Adventurer. Ja. Da kommt der Hamster. Der Hamster geht auf den Wrist. Da kommt ein Zombie, wovon noch einer da sein müsste. Und ein Ding auf das Gesicht. Ja, lässt man alles gehen. Ja. Jetzt so Cradle Craterhoof Wind. Das wäre so ein Move, den der Deck macht, ja. Machen die öfter. Die Cradle. Einfach gerade von der Hand spielen. Ah, geht noch nicht. Es sind 6. Nein, da fehlt Mana. Oh no. Da fehlt Mana. Oh no. Weil jetzt wird's halt richtig widerlich. Jo. Jetzt schmeißt er dir erstmal den Dings an. Was hat er denn da noch für eine rote Karte auf der Hand? Yuri. Oh lol. 6. Man macht nicht mal den Fling. Noch nicht mal der Disrespect. Oh, gib dir noch ein Leben. Ping. Ping den und dann für 2. Bowmaster den anderen. Den anderen und dann eine Menge. Da wären auch schon wieder Zombies gekommen. Ja, das ist um. Wow. Ja, 2-1, Nickfit. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.